Diejenigen, die gestern gegen Kernenergie, heute gegen Stuttgart 21 demonstrieren, agitieren, die müssen sich dann auch nicht wundern, wenn sie übermorgen irgendwann ein Minarett im Garten stehen haben. Ladies and Gentlemen, ich bin nach wie vor auf der Suche nach dem Alexander Dobrindt. Jetzt war man neulich in der CSU-Parteizentrale, aber leider, die wird ja erst irgendwie eröffnet, die ist nur nagelneu gebaut. Und außer ein paar Bauarbeiter, die gesagt haben, ich nichts wissen, Dobrindt, hab ich da keinen gefunden. Und jetzt hat man gedacht, ich rufe einfach jetzt direkt bei der CSU an, setze ich wieder meine Mützen auf. Also packen wir sie, hab mir die Nummer schon rausgesucht. Wo sind wir denn? CSU. Jetzt schauen wir mal. Das nahe am Bürger, hä? Ja, du Rindfisch! Das kann schon ein Beutel vom Dobrindt sein eigentlich, gell? Das ist schon... Ja, was ist denn da? Ich sag ja, die von der CSU, die kriegen wirklich nichts auf die Reihe. Nicht einmal ans Telefon können sie gehen. Ich bin weiterhin auf der Suche, mir erwischen den Dobrindt. Ich möchte ihm nach wie vor die CD in die Hand drücken. Jetzt habe ich noch eine andere Nummer gefunden, Servicebüro CSU. Da bin ich jetzt gespannt, jetzt probieren wir es nochmal. Diesen Dobrindt irgendwann der Wischin. Geh her, du Drecksau. Telefon, ja was ist denn da? Derzeit sind alle unsere Mitarbeiter im Gespräch. Ja, das Ding immer. Hör! Ist der Herr Dobrindt auch im Gespräch? Derzeit sind alle unsere Mitarbeiter im Gespräch. Das ist nicht der Dobrindt. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiter im Gespräch. Du, ich hab kein Flatrate. Ja. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Ihre CSU-Landesleitung. Ja, Ihre Landesleitung, die gebe ich gleich was, du Saukopf, du Geschwollener. Ach so, ein Volldepp. Probiert hätten wir's. Wenn man so fortschrittlich ist, wie der Dobrindt beweist. Sag, ist das nur mein Heimat? Sag, ist das wirklich nur schön? Kann ich die Sprache gut beherrschen, wenn ich die Leute nicht verstehe?